konnte nicht widerstehen und habe nach dem Abendessen noch das Wasser rauschen hören. Und dann habe ich irgendwie in die Karte geguckt und gesehen, dass es hier noch ein Döschen gibt. Beziehungsweise auf dem Weg hier hoch und hier noch ein paar Wasserfälle kommen. Und dann habe ich mir gedacht, dann mache ich einen Abendspaziergang und suche noch ein paar Döschen. Und da haben wir das Döschen Frozen Waterfall. So, dann locke ich das und dann geht's weiter. Ich bin an der nächsten Dose angekommen, an den Mesa-Wasserfällen. Die sehen so aus. Mein Autar lässt langsam nach, die Mücken kommen. Ich mache jetzt gleich wieder den Abflug. Aber die Dose habe ich schon gelockt. Und das Schöne daran ist, man läuft hier so lang irgendwie und sucht halt den Weg nach der Dose. Und hier ist irgendwie Ground Zero und dann guckt man auch mal aufs Handy. Aber er zeigt irgendwie noch einen Meter da in diese Richtung. Dann drehe ich mich so rum. Und dann liegt die Dose hier. Also, Logbuch war feucht. Die Dose nass. Aber mit meinem Powerkugelschreiber ging das. So, bevor mich die Mücken jetzt auffressen, mache ich mich jetzt auf den Rückweg. Das war jetzt die letzte Dose für heute. So, das war die erste Dose von vieren, die wir hier auf der Wanderstrecke vom Wasserfall aufsammeln werden. Weil das wird ganz schön anstrengend hier hoch. Thank you.
Hier am Sötefossen habe ich jetzt nun meine weitere Dose gelockt, die sich wirklich gelohnt hat. Das ist ein Ausblick hier. Und das hier im Hintergrund, das ist der Sötefossen. Die Dose habe ich schon gelockt. Die wurde im Mai das letzte Mal gefunden. Die lag da hinten in dieser Felsspalte. Und da vorne, weiter vorne liegt noch eine Dose. Da werde ich mal gucken, ob ich da noch hinkomme. Ansonsten geht's wieder nach unten zum Abstieg. Aber ein herrliches Panorama. Jetzt habe ich mir es doch nicht nehmen lassen, direkt bis zum Sötefossen zu laufen. Das ist jetzt die letzte Dose hier im Tal, beziehungsweise hier oben auf der Hochebene. Und zwar liegt sie da unten. Ich werde die jetzt loggen und dann mache ich mich auf den Rückweg. Ich werde bestimmt noch 1,5-2 Stunden brauchen, bis ich wieder zurück bin. Bin voll begeistert, voll anstrengend, aber es hat sich wirklich gelohnt. Guten Morgen. Auf meiner heutigen Wanderung bin ich im Burredalen unterwegs. Und zwar zum Burrebreen. Der Burrebreen ist ein Gletscherausläufer des Fonefoni, Foggefoni, Vollefoni, irgendwie sowas. Ich merke mir die Namen einfach nicht. Und man kann hochlaufen bis irgendwie an den Gletscher ran, über diesen Wanderweg. 1,5 Stunden hin, 1,5 Stunden zurück. Hier nach oben, da läuft ein Seil entlang, damit man sich da hochziehen kann. Es ist schon krass hier. Das ist der Rundumblick. Da unten irgendwo steht mein Wohnmobil. Und den Fluss, den ihr hier seht, das ist alles Gletscherwasser. Der Vollgefoni ist ein Gletscher und ist 37 Kilometer lang und an der schmalsten Stelle, an der breitesten Stelle 16 Kilometer. Der Burrebreen ist eine Gletscherzunge, die sich erstreckt und da geht eine Wanderung hin. Hier oben liegt auch eine Dose auf halbem Weg, die ich gefunden habe. Von Odder aus sind es ungefähr 4,5 Kilometer das Tal hinein. Mit dem Wohnmobil auf einer Straße, die gerade mal so 3 Meter breit ist, haben wir gestern Abend Glück gehabt, dass uns außer Schafen und Rindern keine großen Autos entgegengekommen sind, ohne dass wir da ausweichen konnten. Aber es war schon sehr abenteuerlich, weil wir wussten überhaupt nicht, wo wir hinfahren. Wir haben einfach nur einen Übernachtungsplatz gesucht und sind halt dem Burrebreen-Parkplatzschild gefolgt. Dass da ein Bauernhof am Ende ist und dieser Bauernhof, da kann man stehen bleiben über Nacht mit dem Wohnmobil. Für 150 norwegische Kronen, das sind umgerechnet 15 Euro. Und jetzt steht man hier in einem wunderschönen Tal mit Blick auf Gletscher. Das ist einfach unbeschreiblich hier. Also ich bin jetzt hier oben am Gletscher angekommen. Ich hatte jetzt noch einen Spanier eingeholt, der steht da drüben und hat Fotos gemacht. Leider kommt man nicht näher ran, weil man kommt hier nicht über das Wasser drüber weg. Ich hätte dem Gletscher gerne die Hand geschüttelt. Aber hier oben ist eine atemberaubende Kulisse. Richtig schön. Bisschen windig, bisschen kalt, aber
Ich werde mich gleich jetzt da drüben nochmal auf den Stein setzen, meinen Apfel essen, ein bisschen die Seele baumeln lassen und dann wieder absteigen. Der Abstieg wird schwer genug werden. Ich bin ja auf dem Weg zur nächsten Dose. Und zwar am Lotepfossen. Das ist eigentlich eine ganz einfache Dose. Müsste aber eigentlich Difficult 5 sein, weil hier bekommt man mit dem Wohnmobil oder überhaupt fast nie einen Parkplatz. Wir haben jetzt mal Glück gehabt, haben die Straße weiter oben am Seitenrand parken können. Und ich gehe jetzt mal die Dose holen. Da im Hintergrund seht ihr, ist noch ein Wasserfall. Aber der Lotenpfost, der liegt in diese Richtung. Und das ist dieser geteilte Wasserfall, der so in zwei Armen hier runterkommt, direkt an der Straße, den man sieht, wenn man mit dem Auto vorbeifährt. Also ich hole jetzt mal die Dose und dann zeige ich euch noch ein paar Eindrücke. Da unten sieht man den Parkplatz immer, wie er voll ist. Der Loten... Oh, ein Regenbogen. Der Lotenpfost ist eins Mal, kommt der hier oben runter, der zweite Arm kommt hier runter. Der gießt sich hier in dem Schacht da unten hin. Von der anderen Seite sieht das etwas spektakulärer aus. Gepackt wird es hier mit einem dicken Wohnmobil echt schwer zu kriegen. Döschen mit Wasserfallblick.